In diesem Video möchte ich euch Screenshots einer Pferdeerweiterung für The Sims 4 zeigen, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz seht ihr jetzt nämlich Sims-Inhalte, die sich vom Computer ausgedacht wurden. Mehr dazu jetzt. Der Simmer Low Poly Pancake hat vor ein paar Tagen diese interessanten, auf den ersten Blick Screenshots mit uns geteilt, auf denen man diese Pferde hier sehen kann. Ich weiß ja, dass Pferde bei euch in der Community tatsächlich ein Thema ist, was sehr viele sich für The Sims 4 wünschen würden. Und wenn wir hier mal ein bisschen runterscrollen, gibt es sogar noch mehr. Die wollte ich euch in diesem Video einfach mal vorstellen. Diese Bilder, die ihr hier schon seht, sehen jetzt auf den ersten Blick ein bisschen gruselig aus vielleicht, weil die Sims hier so komische Augen haben. Aber das ist nichts, was jetzt irgendwie ein Mensch erstellt hat. Da ist niemand in ein 3D-Programm gegangen, das ist auch nicht aus dem Spiel, sondern das ist von einer künstlichen Intelligenz ein generiertes Bild quasi. Er hat quasi der KI gesagt, dass sie hier eine The Sims 4 Pferdeerweiterung generieren soll. Und er hat hier noch ein paar weitere Screenshots geteilt, die ich tatsächlich sehr witzig finde. Also es sieht, wenn man sich das Bild jetzt ein bisschen verschwommen vorstellt, könnte das tatsächlich ein echter Leak sein. Also tatsächlich, wenn man jetzt ein bisschen genauer hinguckt, die Anatomie der Pferde ist hier ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, dieses Pferd hat auch nur 3 Beine. Dieses hier hat 5. Es ist also noch nicht ganz ausgereift. Man erkennt schon auf den zweiten Blick, dass das jetzt nicht wirklich ein Screenshot ist. Aber ich finde, das sieht so extrem realistisch aus. Es könnte jetzt wirklich tatsächlich so von der Szene, von der Art, hier hinten sieht man eine Welt. Es könnte einfach auch so in The Sims 4 stattfinden. Das finde ich da tatsächlich das Besondere. Der Screenshot ist wahrscheinlich am gruseligsten. Besonders gut finde ich hier dieses Pferd, was so aussieht, als hätte es selber eine Frisur. Ja, die Sims sind jetzt hier nicht ganz so schön, aber es könnte dann tatsächlich so die Key Art Grafik, die dann auf dem Pack Cover drauf ist, könnte es irgendwie darstellen. Ich habe den Simmer Simmatically, der ebenfalls mit dieser KI herumexperimentiert hat, einfach mal angeschrieben und ich habe ihn gefragt, was er da denn für eine Software bzw. für ein Tool verwendet hat. Und es gibt die Seite Dream Studio, die ihr auch einfach so aufrufen könnt. Ihr müsst euch ganz kurz registrieren und dann hat man hier unten diese Suchleiste, in der man ja einfach irgendwas reinschreiben kann. Daraus wird dann ein Bild generiert. Am besten natürlich so genau wie möglich. Dann wird auch das Ergebnis so genau wie möglich. Ich habe jetzt einfach mal hier The Sims 4 eingegeben. Wir können hier noch ein paar weitere Anpassungen treffen. Und ich würde sagen, wir geben jetzt hier einfach mal was ein. Ich habe jetzt hier einfach mal The Sims 4, ja, Menschen, die auf Pferden in den Sonnenuntergang reiten, eingegeben. Jetzt schauen wir doch einfach mal, was die KI uns da jetzt rausschmeißt. Das würde mich jetzt auf jeden Fall mal sehr interessieren. Und da hätten wir auch schon ein Ergebnis. Ich finde das tatsächlich super witzig, wie das funktioniert. Also anscheinend die KI versteht, wie The Sims 4 aussieht. Man sieht es ja hier an den Bäumen, das sieht wirklich extrem aus wie The Sims 4. Dann Sims, die hier so auf den Pferden reiten. Das war jetzt nicht so ganz perfekt. Aber ich muss sagen, jetzt weiß ich auch, warum die KI vielleicht Dream Studio heißt. Vielleicht aus dem Grund, weil es tatsächlich so ein bisschen aussieht, als würde man träumen. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn man so träumt, sind Sachen einfach immer so richtig verschwommen, unscharf. Und so fühlt sich das jetzt auch so ein bisschen an. Okay, das hier sieht zwar nicht so ganz richtig aus, aber ich finde, man bekommt einen super guten Eindruck einfach, wie das so im Spiel aussehen könnte. Die Bilder gefallen mir alle recht gut, auch wenn das jetzt, ja, natürlich nicht alles so perfekt ist. Boah, das mit dem Sonnenuntergang ist jetzt hier sehr gut rausgekommen. Es ist also auch immer so ein bisschen Zufall dabei, wie gut es jetzt aussieht. Ja, so viele Sims, wie hier zu sehen sind, wenn man das hier überhaupt Sims nennen kann, würde es im echten Spiel wahrscheinlich nicht geben. Aber ich finde, das hat doch auf jeden Fall schon was. Ah, okay. Das Bild ist auch... Tatsächlich finde ich das Bild fast sogar eines der besten bisher. Man sieht hier so kleine Pavillons im Hintergrund. Dann Sims, die hier so dieses Pferd streicheln. Diese Sim-Dame stellt hier so einen Futternapf hin.
Sie ist ja auch ebenfalls am Streicheln. Das finde ich extrem gut. Also da muss man sagen, die KI hat da schon einiges auf dem Kasten. Jetzt habe ich mal die Sims 4 Pferderennen in einer großen Arena mit vielen verschiedenen Hindernissen und großen Tribünen reingeschrieben. Okay, das sieht irgendwie auch sehr witzig aus. Also man kann hier erkennen, ich glaube, so würde das in echt jetzt nicht unbedingt ablaufen. Aber ja, es sieht doch schon mal recht gut aus. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch so ein bisschen... Ich habe mir das so vorgestellt, wie hier wirklich so eine große Arena, wo man hier so im Kreis laufen kann. Schauen wir mal, ob vielleicht hier sowas noch rauskommt. Oh, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus, aber immer noch nicht so ganz wie das, was ich gerne hätte. Schauen wir doch nochmal weiter. Auch sehr spannend. Hier hinten sind dann größere Tribünen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, kommt hier vielleicht noch was Besseres raus. Okay, ja, das finde ich ist, glaube ich, bisher die beste Szene. Hier hinten auch nochmal diese Tribünen, so kann man das so ein bisschen erkennen. Ich finde das, ja doch, also im Hintergrund diese klassischen Sims 4 Bäume, daran erkennt man das immer ganz gut und auch der Himmel sieht irgendwie nach Sims 4 aus. Hier so vorne, finde ich, ja, erinnert jetzt nur im Ansatz, also die Pferde kann man jetzt hier nicht mehr so ganz gut erkennen, aber finde ich tatsächlich auch ganz gut. So, hier sehen wir, wie der Stall so ein bisschen ausgemistet wird. So habe ich das jetzt zumindest hier reingeschrieben. Ich weiß jetzt nicht so ganz. Sieht so ein bisschen aus, als würde das Pferd hier irgendwelche Bohnen fressen oder so. Aber ich muss sagen, vom Ort passt es schon mal. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das hier finde ich tatsächlich ganz gut. Also, ja, man kann hier schon erkennen, die Sims sind irgendwie wieder drin. Es sieht jetzt nicht so ganz nach Stall aus, aber schon... So im Ansatz könnte es das sein. Hier so eine Frau mit so einer bisschen dickeren Jacke. Ah, so wollte ich das haben. Hier, finde ich, kann man das noch besser erkennen. Hier sieht schon sehr nach Stall aus. Hier ist irgendwie ja, so Putzzeug an der Wand. Die Sims sind hier gerade irgendwie am Arbeiten. Die Pferde stehen hier so im Stall rum. Ich habe jetzt hier nochmal in den Einstellungen rumgebastelt und jetzt, wie man sieht, die Auflösung ist ein bisschen höher. Das heißt, die KI nimmt sich mehr Zeit, das Bild zu generieren und es wird hier auch so ein bisschen feiner. Ich finde, jetzt ist es wirklich richtig gut. Wir können hier nochmal weiterschauen. Es dauert dann tatsächlich natürlich immer so ein bisschen länger, aber das ist ja nicht schlimm. Das hat jetzt tatsächlich wieder nicht ganz so gut geklappt. Das kommt also immer ein bisschen drauf an, ist immer ein bisschen Zufall. Aber ich muss sagen, ich finde es schon tatsächlich sehr faszinierend, damit so ein bisschen ja, rumzubasteln, rumzuprobieren. Es ist tatsächlich irgendwie ganz witzig. Und damit wären wir eigentlich schon auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich dachte, wir machen jetzt hier einfach mal so ein Video für die Pferdefreunde bei den Sims. Es gibt ja wirklich viele, die sich da ein Gameplay-Pack oder eine Erweiterung zu wünschen. Bin ich mal gespannt, wie die Entwickler, falls sie das noch umsetzen, angehen. Ich persönlich brauche jetzt nicht so ganz unbedingt die Pferde in die Sims 4. Aber ich denke, es gibt halt viele, die sich darüber freuen würden. Deswegen fände ich das natürlich auch ganz gut, wenn die Entwickler das dann so ein bisschen mit reinbringen würden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Art von Video gerne nochmal für andere Packs sehen wollt. Da können wir uns ja mal so ein bisschen rumprobieren, wie so andere Packs in The Sims 4 aussehen könnte. Dann würde ich mal sagen, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was für euch zu einem Pferde-Erweiterungspack oder Pferde-Gameplay-Pack dazugehört. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.